Hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir waren im letzten Part vor dem Eingang des wahrscheinlich ersten Dungeons stehen geblieben. Und wie beim letzten Mal versprochen, gehen wir jetzt dort hinein. Nicht, denn ich habe mir etwas anderes überlegt. Ich gehe mal, wenn es mir die Verzögerung erlaubt, kurz hier zurück und reise zurück ins Wolkenmeer, denn die liebe Fei hat mich ja darauf hingewiesen, dass ich mir einen Schild kaufen sollte, weil ich mein letzten Jahr verschlammt habe. Also werde ich das jetzt einfach mal tun, bevor ich in den Dungeon gehe, was ich eigentlich auch tun wollte. Aber was soll's, dann kaufe ich mir jetzt halt erstmal ein Schild. Und okay, verdammt, ich habe vergessen, wie man fliegt. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird die Energie freigesetzt, Gebieter. Okay, ich dachte schon, sie sagt Geliebter. Was ist passiert? Was habe ich verpasst? Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Aha. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Aha. Das markiere ich mir doch mal. Und dann mal gucken. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Okay, wisst ihr, was das heißt? Noch mehr Sachen, die wir tun können, bevor wir weitergehen. Okay, man musste so flattern, ne? So war das, glaube ich. So, das war der Ausgang zurück zum Wald. Und das ist, glaube ich, der Ort, den ich mir gerade markiert habe. Was ist denn das hier? Drüben. Hier sieht's aus, als wäre da was drin. Aua. Wow. Okay, Hyperspeed. Wie springe ich nochmal ab? Hier, ich glaube, ich muss hier abspringen. Ja. Ach so, ich sehe es. Moment, Moment, Moment. Ich wollte erstmal flattern. So. Und abspringen. Paraschall. Gut, das hat doch geklappt. Und ich bin hier bei einer Truhe gelandet. Wie toll. Ich glaube, ich muss sie von der anderen Seite öffnen. Das ist doch eine Truhe, oder? Moment. Ist doch eine Truhe, ne? Ja. Okay. Wie öffne ich die? Wie öffne ich die? Kann ich die nicht öffnen? Warum kann ich die nicht öffnen? Das müsste doch mit A gehen, oder? Hier kann ich nur die Schleuder nehmen. Du hast mich gerufen, Gebieter. Ja, kannst du mir was dazu sagen? Worüber möchtest du etwas fahren, Gebieter? Nix. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Ich habe eine Truhe gefunden und kann sie nicht öffnen. Wie toll. Hier ist noch eine. Die kann ich öffnen. Okay, dann kann ich die andere wohl tatsächlich noch nicht öffnen. Vielleicht ist das... vielleicht ist es durch diesen Stein passiert, nicht nur mal. Dings. Du hast deine Abenteuertasche vergrößert. Du kannst nur ein weiteres Item mit dir führen. Oh, cool. Hab mich, glaube ich, auch schon gewundert, warum da nur vier Plätze sind. Cool. Gefällt mir. So ein Upgrade-System hier. Ja, erster Dungeon kann noch eine Weile warten, oder? Findet ihr nicht auch? Ist doch nicht so dringend. So, sollte ich direkt da rein oder gibt es hier noch was? Hier gibt es noch Sachen oder auch nicht. Hier gibt es eine Speicherstatue. Hier kann ich auch rein. Dann gehe ich erstmal hier rein. Was ist denn das hier? Wo sind wir? Oh, ich sehe dein Herzteil. Wer bist denn du? Ja, da ist nochmal das Herzteil. Schön, dass es mir das Spiel so offensichtlich zeigt. Aha. Okay. Kürbisbar. Werden hier Kürbisse zum Trinken verkauft? Willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Sehr gerne. Na, das ist mal eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht?
Möchtest du eine Portion mitnehmen? Nur 10 Rubine, die Flasche. Ach, ich muss dafür zahlen. Ah. Na gut. Na, endlich. Hier, bitteschön. Du hast heiße Kürbissuppe erhalten. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Ach, na toll. Die Suppe schmeckt am besten, wenn du sie heiß genießt. Nach 5 Minuten kühlt sie jedoch ab. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Okay. Das heißt, was macht sie genau? Keine Ahnung. Gut, ich habe sie sich jetzt aber weggesteckt. Wer bist denn du? Hi. Hallo du, du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenhort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen. Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Du böser Bube. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man was anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Okay. Ich werde nicht daran denken, aber es trotzdem tun. Du glaubst mir doch, oder? Das hier wäre am wahrheitsgemäßsten. Ich frage mal. Nee, Quatsch, genau. Ich meinte das. Ja, genau. Was glauben? Ich sage dir, der Wolkenhort lebt ein im Wolkenhort lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Kannst du die Zukunft sehen, oder weißt du was? Das, naja. Hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe da drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird der Kabocha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Okay. Ist das dieses Mädchen da? Naja. Ich rede nochmal mit ihm und sage ihm, dass ich ihm glaube. Wir leben hier immerhin in einem Land, das solche Wesen hat. Naja. Sieh ihm an, sieh an. Du bist ein echt netter Bengel. Danke. Das musste ich jetzt hören. Darum habe ich ihn ja auch nochmal angesprochen. Was haben wir denn hier? Du solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Du Lausebengel. Also wirklich, Link. Warum machst du sowas auch? Das hier ist wohl der Hinterausgang. Also auch der Hintereingang. Aber das hängt davon ab, ob man rein oder raus will. Naja, so. Jetzt gucke ich mal nach oben. Wer bist denn du? Hey, Andy. Mir ist so, als hätte ich ihn schon mal gesehen, aber es war ja verdammt lange her, mehrere Monate. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Stimmt. Ich frage mich auch, wer du bist, aber naja, das liegt nur an mir. Bestimmt habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnest hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du dir eines in Terrys Laden kaufen. Wie praktisch, da wollte ich auch hin, um mir ein Schild zu kaufen. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über dem Wolkenhort. Okay. Oh. Der Wolkenhort liegt keine 10 Flügelschläge von hier entfernt. Im Nordwesten. 10 Flügelschläge, okay, das werde ich testen. Nordwesten testen. Mann, bin ich gut. Okay, was könnte ich denn hier anrempeln? Das zum Beispiel. Sieht ein bisschen auch so aus, als könnte ich einfach... Okay, so wahrscheinlich. Na gut. Achtung, Kronleuchter, an dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Na gut. Na gut. Upsi, wie konnte das denn passieren? Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Wer, ich? Was? Wie? Wo? Was passiert? Mach sofort, dass du runterkommst. Okay, was ist denn passiert? Ich habe ein lautes Krachen gehört. Was ist denn... Ach, was ist denn hier... kann ich das Herz haben? Danke. Du hast dein Herz erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie, um dein Herz zu erhöhen. Die 4 und noch 2 weitere. Was ist denn hier passiert? Sag mal. Sag mal. Das geht doch gar nicht. Oh, ein Rubin. Oh, noch ein Rubin. Was? Moment. Genieße die Kürbissuppe, solange sie noch heiß ist. Ja, nee, mach ich nicht. Hab jetzt keinen Bedarf. Oh, noch ein Rubin. Was ist denn passiert, sag mal? Sieh nur, was du angerichtet hast. Was?
Ich hätte die Rubine nicht erwähnen sollen. Dabei wollte ich dich warnen. Gib bloß nicht mir die Schuld, wenn Vater die nun die Standpauke hält. Ich wollte schon immer mal Pauke spielen lernen. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Nö. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven, zerstörst meinen Kronleuchter und glaubst dann auch noch ungeschoren davon zu kommen? Ja. Wow. Okay. Also, das war... Was? Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Doch. Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Doch. Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Doch. Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Okay, ich höre auf. So, Warum gehen wir dann nicht einfach hier raus? Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Doch, nein. Okay, okay, ich sehe es ja ein. Wir müssen blechen. Na schön. Immerhin habe ich ein Herzteil. Ist dies wirklich der richtige Zeitpunkt, sich eine Pause zu gönnen? Hast du nicht noch was zu erledigen? Ja, ich wollte mich auch eigentlich gar nicht setzen. Ich wollte mit dir reden. Bist du bereit, für den kaputten Kronleuchter aufzukommen? Gib mir Arbeit! Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenort meine Suppe bringst? Es gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Ich sehe schon, wo das hinführt. Sie bleibt nur 5 Minuten heiß, ne? Der Wolkenort ist 10 Flügelschläge von ihr entfernt. Das will ich testen. Okay. Sicher. Warum nicht? Du hast ja gar keine leere Flasche. Dann gib mir doch eine. Na, gib mir eine. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Sieh zu, dass du erst wieder mit einer leeren Flasche hier antanzt. Das heißt, jetzt würde ich gehen dürfen. Wird er mich jetzt gehen lassen? Okay. Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Ja. Weg hier. Würde er mich jetzt gehen lassen, will ich nur mal kurz wissen. Wenn nicht, dann, ja. Die Suppe hat nur 10 Rubine gekostet, also... Trinken. Und neue Suppe kaufen. Ich meine, nicht kaufen, sondern... Ja, ich habe eine leere Flasche mitgebracht. Sehr schön. Hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bringen Sie mir Schwertmeister, aber hurtig. Na, worauf wartest du noch? Du hast deine heiße Kürbissuppe erhalten. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Ach, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Kannst du mir nicht Alufolie mitgeben oder so? Das wäre doch viel einfacher. So, dann versuchen wir das mal. Das ist auch mal was Nettes. Ich wollte eigentlich einen Dungeon. Und ja, da machen wir jetzt aber das mal nicht. Eine Sache ist jetzt die, ich habe vergessen, mit welcher Taste man den Vogel ruft. Aber das ist ja auch egal. Ich weiß es wieder. Gut. Es wurde angezeigt. Sehr schön. So, wo muss ich lang? Da. Anscheinend. 1, 2. 2 Flügelschläge habe ich schon mal gemacht. Mal gucken, ob das hinkommt. 3. Ich kann ja noch so. Seht ihr das Flügelschlag? Ich mach mal noch einen. 4. Fünf. Ich glaube, das könnte gut hinkommen, ja. 6. Wenn man die auch als Flügelschläge mitzählt, dann bin ich jetzt schon bei 9. Also wäre das der 10. Und es hat wirklich gereicht. Hussa! Yay. Okay.
kam also wirklich hin. 10 Flügelschläge reichen aus.